Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Die Altenpflege steht im Moment besonders im Corona-Fokus. Ich denke, die Situation in den Altenpflegeheimen ist ganz schwierig zurzeit. Die Gesundheitsgefährdung ist deutlich bei den Beschäftigten wie bei den zu pflegenden Pflegebedürftigen. Die Situation für die Beschäftigten ist schwierig, weil sie natürlich immer Angst haben müssen, dass sie diejenigen sind, die einen Virus in das Heim einbringen und Menschen viel zu früh sterben oder in diesem Alter besonders gefährdet sind. Und natürlich sind aber auch die Beschäftigten gefährdet, sich anzustecken. Ich denke, das ist eine ganz, ganz schwierige Situation mit dem Thema natürlich auch der Isolation verbunden. Inwiefern ist es möglich, dann auch Kontakte nach außen zu haben, überhaupt die familiären Kontakte überhaupt noch aufrechtzuerhalten, soweit sie vorhanden sind. Ich denke, gerade an dieser Stelle ist das, ich weiß, ich will schon gar nicht mehr, ich traue mich schon gar nicht mehr, mich zu bedanken bei den alten Pflegekräften, weil ein Dank heute inzwischen schon so als so wenig ernstzunehmend angenommen wird. Aber eigentlich ist mein Herzen, meine Empathie wirklich bei den Menschen, die gerade hier diese schwierige Arbeit leisten. Und ich denke, da sollten wir dran denken, wenn wir das beraten. Ja, zu dem Gesetzentwurf. Ich sehe die einjährige Ausbildung als Problem, und zwar aus drei Punkten. Einmal ist es die Bezahlung. Da habe ich ja das letzte Mal schon etwas gesagt. Herr Bocklet hat daran erinnert. Mir wurde ja entgegnet, dass die schlechte Bezahlung von Altenpflegehelferinnen immer noch besser als Hartz IV ist. Manchmal ist sie wenig besser als Hartz IV in manchen Bedingungen. Ich denke nur, das ist eine völlige Fehleinschätzung. Das ist ein harter Beruf, den die leisten müssen. Die arbeiten im Schichtdienst. Die arbeiten in einer Situation, wo sie ständig aus ihrer Freizeit herausgerufen werden. Und sie arbeiten unter einem ungeheuren Arbeitsstress, in einer Situation, wo sie nie zufrieden nach Hause gehen können, weil sie wissen, dass sie immer noch einen alten Menschen oder auch fünf alte Menschen nicht so versorgt haben, nicht so betreut haben, wie sie es betreuen wollten. Und ich denke, das ist das Problem. Wir haben ja auch fast nur Frauen in dem Bereich. Und das Problem natürlich hinterher wird dann die Altersarmut beklagt. Nur die Klage kommt zu spät. Das hätte man viel früher ändern müssen. Und wenn mir jetzt gesagt wird, ich will wieder in die Tarifautonomie eingreifen, nein. Ich will, dass sich dieser Staat engagiert in der Altenpflege, weil wenn wir die ganze Altenpflege den privaten Einrichtungen überlassen, dann haben wir natürlich keine ordentlichen Tarifverträge. Gut, dass Verdi inzwischen einen allgemeinverbindlichen Tarifvertrag, der mindestens einmal eine Untergrenze schafft, einführen konnte. Aber jetzt haben wir doch die Situation, dass sich so viele private Player in diesem Bereich rumtummeln, die nur Personal abbauen und niedrige Bezahlung haben. Und das ist, weil Staat, öffentliche Gesellschaft, öffentlicher Dienst sich aus der Altenpflege völlig raushält. Und das ist das Problem. Und dieses Problem muss man angehen und nicht hier nur an einigen Punkten herummachen. Ich denke, das zweite Problem, das ich damit habe mit dem Gesetzentwurf, ist, dass wir immer weniger Fachkräfte haben in dem Bereich und natürlich auch dann die Altenpflegehilfe immer weniger Anleitung bekommt durch Fachkräfte. Und wenn diese Altenpflegehilfe nur einen Sinn hat, dann da, wie Frau Dr. Sommer gesagt hat, wenn es wirklich einen Zugang zu einer qualifizierten Ausbildung ermöglicht. Aber da ist die Frage, haben die Unternehmen überhaupt Interesse? Weil die qualifizierten Fachkräfte müssen natürlich viel besser bezahlt werden. Einiges ist ja ganz nett in dem Gesetzentwurf, die Aufstockung der Stunden. Aber es fehlt die Freistellung der Praxisanleitung, es fehlt die Finanzierung der Pflegeschulen. Und das fehlt, und ich denke, das ist genauso wieder ein Punkt. Warum ist die Altenpflegeausbildung in Hessen nur privat organisiert? Normalerweise ist es doch eine Aufgabe der berufsbildenden Schulen. Das müsste doch im Berufsbildungsgesetz drin stehen. Und dann könnte man auch klare Kriterien für die Ausbildung erschaffen. Es gibt ein Europaratübereinkommen, dass eine Lehrkraft für 15 Azubis zur Verfügung stehen soll. Da sind wir weit entfernt davon. Und wir sind auch weit entfernt, überhaupt Lehrkräfte auszubilden in der Altenpflege in Hessen. Und ich denke, wenn man das alles so vernachlässigt, muss man sich doch über das Ergebnis nicht wundern, dass man Leute in dieser Situation alleine lässt und in dieser schwierigen Situation alleine zurechtkommen lässt.
Ich will noch auf ein Thema kurz eingehen aus der aktuellen Umsetzung des Pflegeberufegesetzes. Es ist super schwierig für die Altenpflegeschulen, gerade Einsatzstellen für die Praxis zu finden. Die machen geradezu Kopfstände, um die Kliniken zu gewinnen, dass sie die Menschen in die praktische Ausbildung übernehmen. Und so funktioniert das mit dem Nachwuchs auf keinen Fall. Wir brauchen mehr Ausbildungskapazitäten auf jeden Fall, aber dafür müssen wir wirklich dafür sorgen, dass die Ausbildung theoretisch wie praktisch auch tatsächlich möglich und umsetzbar ist. Ich bedanke mich.